Felix Mwambimbi, herzlichen Glückwunsch zum 13-0-Sieg gegen Sofia und natürlich zu zwei Toren, die dir gelungen sind in diesem Spiel. Gleich schon in der zweiten Minute hat es geklingelt. Erzähl mal dieses Tor nach zwei Minuten. Wie ist das gegangen? Also ja, ich denke, von Anfang an haben wir eine gute Pressing, hohe Pressing und eine hohe Intensität. Und ich denke, dass, ja, das ist einfach das Resultat von dieser Pressing. Hast du gespürt auf dem Platz, dass du mehr Platz hattest, weil sie sich so auf Jean-Pierre Nsame konzentriert haben? Man hat es auch bei diesem Tor gesehen, er wurde gedoppelt mit zwei Spielen. Genau. Du hattest Platz, konntest das ausnutzen. War das oft so? Ja, wir können alle Nsame und die Gegner auch. So, es gibt ein bisschen mehr Platz für mich und ich bin sehr froh. Das Spiel, wie hast du es erlebt? Eben nach zwei Minuten, klar, 1-0 in Führung schon, aber dann sehr, sehr souverän gespielt alles. Ja, also, ja, das, danke. Ja, ich denke, ich habe einfach weitergespielt und die anderen haben mir mitgeholfen. Oder? Es ist alles gut gegangen. Zwei Tore in einem Europa League Match, das passiert auch nicht alle Tage. Nein, aber heute bin ich sehr glücklich. Sehr, sehr schön. Wie siehst du die Ausgangslage jetzt in der Gruppe? Drei Spiele sind gespielt, vier Punkte auf dem zweiten Rang mit dem besseren Torverhältnis als Cluj. Wie bist du zufrieden in der Rücksicht und wie siehst du die Prognose? Also heute, ich denke, war ganz wichtig, dass drei Punkte holen. Und ich denke, wir müssen einfach nach vorne und Spiel nach Spiel schauen. Und ja. Dann sagen wir nochmals ganz herzlichen Glückwunsch und genießt den Abend. Danke. Silvan Hefti, herzlichen Glückwunsch. 3-0 Heimsieg gegen ZSK Sofia und in der Gruppe A das Rennen wieder total offen. Platz 2 erobert. Ja, danke schön. Ich glaube, das haben wir uns auch vorgenommen. Es ist auch fast ein Muskel, dass wir hier daheim gewinnen. Das ist aber so, dass jedes Spiel natürlich muss zuerst gespielt sein. Der Gegner ist sicher nicht schlecht. Wir haben auch gesehen, dass sie individuelle Klasse haben in der Offensive, gute Dribbler drin haben und so. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass wir es auch relativ deutlich können für uns entscheiden können. Klar, ich sage, die Torfolge ist ideal mit dem frühen Führungstreffer, wo sie gezwungen hat, auch etwas höher zu stehen. Aber insgesamt über 90 Minuten total souveräner Auftritt vom BSC IB. Ja, ich glaube auch, dass wir das souverän gemacht haben. Es ist natürlich super, wenn man früh in Führung gehen kann und dann kann anlegen. 3-0 in der Pause. Sie haben eine Riesenchance mit dem Pfostenschuss, glaube ich, noch. Was auch gut machen, haben wir ein bisschen Glück, aber mit 3-0 Pause ist sehr, 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 sehr gut und souverän. In der zweiten Halbzeit lassen wir nicht mehr viel anbrennen, bis auf ein paar Halbchancen. Haben selber noch Hochkaräter vorne, wo wir mehr Goal machen können. Und ich glaube, da können wir zufrieden sein mit der Leistung und mit dem Spirit und wir nehmen natürlich gerne die 3 Punkte. Ist das die zweite Halbzeit der Moment gewesen, wo man sogar ein bisschen Kraft schonen konnte, im Hinblick auf das wichtige Spiel am Sonntag gegen FC St. Gallen, natürlich auch für dich ein ganz spezielles Spiel. Hat man schon so ein bisschen Kraft schonen können? Es war extrem souverän, man hat nichts zugelassen, der hat das Spiel kontrolliert. Trotzdem war es so eine Kräfteschonung, wie es vielleicht von der Rängen aus ausgesehen hat. Ja, es ist klar, das Spiel sich dann ein bisschen verändert. Wir haben es mehr in der Hand, wir sind 3-0 voraus und dann kannst du es ein bisschen anders angehen. Kannst noch kontern und auch Chancen erspielen, musst aber nicht mehr, kannst dich auf die souveräne Stoh konzentrieren. Ich glaube nicht, dass das absichtlich Kraftsparen auf ein nächstes Spiel war, überhaupt nicht, weil wir sind 100% bis zum Abpfiff in dem Spiel, wo wir am Spielen sind und auf das konzentriert. Jetzt Gruppe A mit 4 Punkten nach 3 Spielen, alles total offen. Cluj hat man überholt, sie haben heute in Rom verloren. Das nächste Spiel auswärts in Sofia. Man ist jetzt in der Mitte der Kampagne. Was ist für eine Bilanz bisher und was ist so die Aussicht auf die weitere Folge? Ja, also jetzt nicht eine super Bilanz, würde ich sagen. Trotz dem Sieg von heute. Roma wäre vielleicht ein bisschen mehr reingelegen. Natürlich ist es ein super Gegner, das wissen wir alle. Den Auswärts in Cluj haben wir es auch mehr vorgenommen. Wir sind mit den Ambitionen gegangen, zum gewinnen und zum mehr Gas geben, mehr offensive Aktionen kreieren, vielleicht wie heute. Klar geht es nicht in jedem Match, aber gut, dass wir auch einen Punkt mitgenommen haben aus Cluj und heute dann können 3 reinnehmen. Und ja, jetzt schauen wir optimistisch in die nächsten Runden. Vorher gibt es noch das Spiel am Sonntag gegen St. Gallen. Ab jetzt läuft auch dein Handy heiß mit zahlreichen Botschaften aus der Ostschweiz, die reinflattern bis zum Match. Ja, mal schauen jetzt. Ich bin da relativ gelassen. Ich freue mich auf das Spiel, wie auf andere auch. Logisch ist es für mich eine spezielle Affische, aber da geht man ganz professionell rein. Also, gute Vorbereitung bis am Sonntag. Freuen uns. Hobbybe. Dankeschön. Fabian Rieder, herzlichen Glückwunsch. 3-0 Sieg gegen Sofia.
der vierte Einsatz in der ersten Mannschaft vom BSC und der erste über 90. Zuerst mal merci vielmals. Das ist sicher wirklich eine super tolle Erfahrung, dass ich dieses Spiel machen kann. Heute das erste Mal 90 Minuten. Hat mich sicherlich gebraucht in den Beinen. Gegen Schluss habe ich auch ein bisschen Krämpfe bekommen, aber ich denke, das ist wirklich super für meine Entwicklung. Wie hast du den Match gesehen? Erste Halbzeit kann man sagen, läuft perfekt. Schon fast drei Bauchläufe mit dem frühen Treffer, der natürlich unsere Karte spielt. Aber insgesamt auch sehr, sehr dominante, souveräne Leistung vom BSC über 90 Minuten. Ja, ich denke sicher, die ersten 45 Minuten waren wirklich top gewesen. Die frühe Führung, die wir gemacht haben. Dann haben wir wirklich super Chancen, die Chance auch genutzt. Wir hätten vielleicht sogar noch 1-2 Goal mehr machen können in der ersten Halbzeit. Dann haben wir wirklich nur eine wirklich richtige Goal-Chance zugelassen. Oder der von dort kam. Und dann in der zweiten Halbzeit sind wir auch wieder gut rausgekommen. Nach 15 Minuten haben wir zwar jetzt mit euch ein bisschen nachgelassen, aber wir haben es gut wieder gefangen und gegen Schluss wieder dominant aufspielen können. Nimm uns mal mit so in die Pause. Nach, du hast gesagt, fast perfekter Halbzeit. Es gibt nie ganz ein perfektes Match, aber es war nahe dran. Führt souverän 3-0, weiss, jetzt muss man das einfach nur noch heimschaukeln. Was wird da geredet? Eben, man kann fast nichts verbessern, fast nichts korrigieren. Was passiert da in der Pause? Ja, ich denke, die ersten 10 Minuten sind wir wirklich ruhig am Platz hocken, ausschnaufen und dann die 5 Minuten, bevor wir rausgehen, müssen wir uns vorbereiten. Der Trainer sagt noch 2-3 Worte, die wir uns verbessern können, 2-3 Spieler zu sich, was man zum Beispiel im Mittelfeld noch besser machen kann, wie man besser stehen kann. Und dann natürlich die Führungsspieler und alle Spieler pushen an. Und so kommt man dann wieder gut aus der Halbzeit zurück. Und die zweite Halbzeit war eigentlich ein Abenspielen gewesen, der hat es kontrolliert. Kaum etwas zugelassen, gegen vorne immer wieder mit Umschaltmomenten können gefährliche Aktionen treten. Ist genau das der Plan gewesen, wie man die zweite Halbzeit angehen will? Ja, ich denke, unser Plan war wirklich über die ganzen 90 Minuten dominant zu spielen. Das haben wir wirklich gut können machen. Die zweite Halbzeit haben wir manchmal nicht wirklich ganz vorne gepresst. Aber ich denke, wir haben es clever gespielt, hinten haben wir wirklich nichts zugelassen. Wir sind gut gestanden auch im Block. Wir haben gut können wechseln zwischen Block und Pressing. Und das hat uns sicher geholfen und haben dann auch keine Chancen können zulassen, nach vorne können Nadelstiche zu setzen. Man hat es gemerkt, der Druck auf die Mannschaft war relativ hoch. Es ist in den Medien von einer Pflichtsieg geredet worden, die man einfahren muss. Die muss man immer zuerst noch spielen, die Matchen. Am Schluss war auch die Erleichterung gross gewesen, so. Zu wissen, man hat jetzt die 3 Punkte im Sack, hat eine souveräne Leistung hergebracht und hat einfach genau das geliefert, was alle von ihm gefordert haben. Ja, ich denke, zu viel Druck sollte man sich nie machen. Ein bisschen ist immer gut, aber am Schluss muss man sagen, wir spielen hier alle Fußball, das ist unsere Leidenschaft und das haben wir heute auf den Platz gebracht. Und ich denke, so haben wir die 3 Punkte heimnehmen können. Das ist eine riesige Erleichterung für uns und das zeigt uns auch auf, dass wir wirklich ein super Team sind. Nicht nur die 11, die angefangen haben, sondern wirklich das ganze Team. Jeder kann von Anfang an spielen, jeder hat seine Qualität. Hat man gesehen, die Spieler, die reinkommen. Und das Team macht es wirklich aus. Nochmal zum Schluss Glückwunsch für den Match. Merci und weiter so Hobby. Merci. Ciao zusammen.